Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und einem weiteren Teil mit Halo 5 Guardians. Und im letzten Teil hatten wir hier aufgehört, wir waren kurz davor, in diese Blutsväter-Schiffe zu steigen, in die Phaetons. Die sind hoffentlich nicht von VW, diese Phaetons, denn ansonsten wissen wir nicht, ob sie Diesel ausstoßen, gefährlich oder nicht. Genau. Wusstet ihr übrigens, dass die Phaetons, die, genau. Für ein Blutsväter-System. Hui, um aufzusteigen. Cool. Und wo geht's lang? Müssen wir nur nach oben, oder was? Nee, wir müssen bestimmt hier abzusinken, hoch, genau. Wusstet ihr übrigens, dass, achso, ausweichen ist dort, nee, LT, ne? Wusstet ihr übrigens, dass, dass die Phaetons, die in VWs Lagerhalle die Phaetons werden in Dresden hergestellt, in der Fabrik. Und es gab eine Zeit, wo sich der Phaeton nicht so gut verkauft hat. Da hat VW, die war es billiger, die zu produzieren und dann direkt in die Schrottpresse zu packen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber dieser Phaeton fliegt sich ganz gut hier. Ist nicht von VW, der Phaeton. Müssen wir hoch oder runter? Ich tippe mal nach unten, ne? Jo. Kommt mein Team eigentlich mit? Gut geflogen. So langsam ist es laufen. Wir haben schon das ein oder andere feindliche Fahrzeug gekapert. Direkt vor dir. Geh weiter. Ja, ganz in Ruhe. Ich muss erstmal hier die Scheiße hier machen. Erstmal. Yeah, cool. Oh, wo ist das Tor? Das hier, oder was? Müssen wir da landen, oder wie? Anscheinend ja. Aber vorher bauen wir noch ein bisschen was aus dem Weg hier. Oh, werden wir dann mal treffen. Okay, wenn wir mal treffen, habe ich gesagt. Müssen wir wohl. Ach, und Frederik ist zu Fuß gegangen, denn wir konnten auch zu Fuß gehen. Wir hatten eine Auswahl. Kam ich da nicht her? Karl? Tschüss, dummer Springer. Ja, dann bleibe ich natürlich hier in meinem netten kleinen Vehikel hier drin, wenn das geht. Dann bleibe ich hier drin. Was sind das denn? Ist das auch zum, ja, das kann man auch explodieren lassen. So, kommen wir nicht hierher? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Müssen wir nach oben oder nach unten? Oh, nach oben. Könnte gut sein. Komme ich daher? Sag's mir mal bitte. Nein, ihr könnt es mir ja gar nicht sagen. Und selbst wenn ich es wüsste, ich würde es nicht hören. Das ist die Scheiße, wenn man nicht livestreamt. Nee, hier scheint es nicht richtig zu sein. Denn hier sind Geschütze. Schönen guten Tag. Kommen hier noch irgendwo Sachen? Kommen wir daher? Ich habe irgendwie jetzt gerade die Orientierung verloren. Wartet mal, wie sehe ich das? Dahin geht's. Och Gottchen, ne. Frederik hat's erwischt. Doch Frederik. Pickeldi und Frederik. War ich doch falsch. Naja, fliegen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Ist aber ganz spaßig hier. Also da haben sie sich wieder mal was ausgedacht, was war. Also so Flugsequenzen ist ja nichts Neues, aber ist ganz spaßig. Da stehen sie. Ach, da hätten wir landen müssen, oder wie? Na, dann machen wir mal was. Ups. Der Master Chief ist richtig faul. Ist als einziger noch geflogen. Die anderen sind alle zu Fuß gegangen.
Dann unterstütze ich mal mein Team, ne? Alles ausgeschaltet. Das stimmt nicht. Das lebte noch. So. Na. Ist doch ganz gut gelaufen hier, die Sache, würde ich mal sagen. Ne, Freunde? So. Cool. Und wo sind wir jetzt? Der Ausgang ist davor. Müssen wir da rüber springen? Hui. Ihr seid fast da. Cool. Ach ja, wir wollten ja einfach nur hier raus. Oder wollten... Nee, zu Cortana wollten wir. Oh. Ja, stimmt. Da ist es. Das Tor zur Blutsväterdomäne. Ihr werdet die ersten organischen Wesen sein, die es seit dem Fall der Blutsväter durchschreiten. Na. Ich gebe zu. Nach dem Absturz hier hätte ich nicht gedacht, ich hier wieder zu sein. Ja, wer hätte das schon? Ich bin hier. Dass die beiden sind doch, haben doch eine Romanze miteinander. Oh, und wie die Schatten da ruckeln. Eieiei, Microsoft. Das hätte man aber auch besser machen können. Ich dachte jetzt schon wieder, dass die nächste Episode heißt Phaeton-Tricks. Wiedervereinigung. Also wir haben die... Okay, alles klar. Mission abgeschlossen. Interessant. Ah, jetzt sind wir wieder Team Osiris, oder was? Ja. Also mit Olle Buck und... Sie brechen auf, Commander? Wir werden sehen, ob Horsey die Wächter verstehen kann. Ich briefe sie nach der Ankunft auf St. Da sieht man immer ganz gut, wie groß die sind, die Spartans. Wir sehen uns unten. Du hast also beim MND eine Zielakte über den Gebieter angelegt. Das ist 6 Jahre her. Worauf willst du hinaus? Du hattest ein Attentat auf ihn vor. Nachdem er Millionen von uns getötet hat. Der Gebieter, der Arbeiter, aus Halo 2 und Halo 3. Da ist er nämlich. Cool, dass wir den wiedersehen. Finde ich sehr gut. Der Gebieter befindet sich im Gefecht. Wir eskortieren sie zu. Warum haben wir mit dem jetzt kein Beef und dafür mit den anderen Allianzlern? Ja. Kann mir das mal jemand erklären? Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg, wenn das alles schief läuft. Verstehe es, Sir. Ist nicht meine erste Mission, die es gab. Ach so, wir gehen ja jetzt auf den Allianzplaneten St. Helios. Also auf den Elitenplaneten irgendwie. Und da herrscht Bürgerkrieg. Okay. Also mit, haben wir eigentlich keinen Beef mit der Allianz. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und der Gebieter, der ist irgendwie Teil dieses Bürgerkriegs da auf St. Helios? Ne? Der quasi der Master Chief unter den Eliten sozusagen. Der man ja nur wird, wenn man in Ungnade gefallen ist, weil das ist ja der Gebieter, der den Auftrag hatte, den allerersten Halo-Ring, den wir in Halo 1 kaputt gemacht haben, zu schützen. Und da er versagt hat, wird man irgendwie nicht, sag ich mal, entlassen, sondern in gewisser Weise befördert. Also nicht so ganz, man wird zum Gebieter, so eine Art Märtyrer oder sowas. Ist ganz lustig, wie das System da bei der Allianz funktioniert. Sie werden weggelobt, sie sind jetzt Gebieter. So, und wir landen jetzt, cool, auf St. Helios. Der Gebieter hat die Festungen vereinigt und ein neues Bündnis ins Leben gerufen. Die Schwerter von St. Helios. Okay. Durch die Siege des Gebieters und Julem Damas Tod wurde die Allianz immer verzweifelter. Sie haben einen Angriff auf die Ländereien der Vadam gestartet und es besonders auf den Gebieter abgesehen. Okay. Ah, sieht schon cool aus hier, das Wasser. Sie werden den Gebieter in den Räumen des Konzils der Ältesten finden. Sieg für Clan und Sippe, Spartans. Marquis Ende. Interessant. Es sieht aber auf jeden Fall wieder fett aus hier, wo sie uns da hingibt. Der Gebieter hat Weibchen in seinen Rängen. Auf St. Helios ist Krieg traditionell Männchensache. Müssen wir hier runter? Freunde, das sieht mir nicht sehr sicher aus, wenn man mich fragt. Aber gut. Was sind das für Gebäude? Sonaion, da ist der Wächter zu finden. Ach, da hinten. Wir brauchen Unterstützung, wenn wir in die Nähe wollen. Wir brauchen die Schwerter von St. Helios. Das heißt, wir brauchen... Okay, also die Schwerter von St. Helios ist irgendwie eine coole Truppe. Und die anderen, bei denen wir da, gegen die wir jetzt wahrscheinlich kämpfen, die gehören zu den Bösen. Ach, das sieht schon schön aus. Also, ne? Kann man nichts anderes sagen. Sieht wieder sehr, sehr schön aus. Der Schatten eben bei Master Chief, das sah nicht so geil aus. Aber das hier, ja, das ist wieder okay. So, mal schauen, was uns jetzt hier über den Weg läuft. Ich schicke mal böse Allianzler wieder. Tötet den Gebieter? Oder was? Ich. Allianzstreitkräfte. Wo da drüben? Ach, da! Spirit im Anflug. Nett von Ihnen, dass Sie uns einen Willkommenswagen schicken. Lassen wir die Waffen sprechen. Ja.
Da zitiere ich immer einen meiner absoluten Top-Titel für die Wii U. Habe ich nur immer, habe ich leider nie persönlich allzu lange gespielt, weil ich keine Wii U besitze. Aber das ist Wonderful 101. Wenn er also einen guten Titel auf der Wii sucht und ihr habt so ein bisschen Fable für so abgedrehte Alien-Geschichten und ihr seid Fan von Platinum-Games, dann kann ich euch empfehlen Wonderful 101. Und da gibt es einen Ausspruch, der heißt: Die Diplomatie hat versagt, Zeit zu kämpfen. Und so kam mir das hier gerade vor. Lass die Waffen sprechen, als er das gesagt hat, ja? Wir haben es fast geschafft. Bleibt in Bewegung. So, haben wir es jetzt? Ich habe nämlich alle meine Munition wieder verbraucht. Ah, hier unten ist noch einer. So, bestimmt gibt es hier wieder irgendwie überall Schädel, die ich alle verpasst habe. Ich gehe nochmal schnell hier hoch. Gibt's hier irgendwas? Nee. So ein Nadelwerfer. Na gut, dann nehmen wir mal den Sturmkarabiner hier. Ach, das ist nicht der, den ich meinte. Wo ist denn hier der Karabiner von den Dingern? Hier, der hier, ne? Ja, der ist. Nee, das ist derselbe. Hat aber ein bisschen mehr Munition. Das ist also ganz gut. Gut, dann geht's weiter. Ah, nee, ist er der hier? Yeah. So, Karabiner. Für den Profit? Sind das die Gnome aus South Park oder was? Phase 1? Unterhose, klar. Phase 3? Nee, Phase 2? Phase 3, Profit. Hallo, wo schießt denn hier? Tschüss. Ruhe. Was machst du? Du standst an einem Geschütz. Das sah so komisch aus. Press das. Ach, das ist ganz schön jetzt. Ich mag diesen Wechsel jetzt. Also ich meine, gut, wir hatten jetzt... Oh, leck mich am Arsch. Ja, toll. Wo wirfst denn du die Granate hin? Ja, super. Macht mal ein bisschen mehr als nur einen Schakal erlegen. Jetzt zum Beispiel den Eliten wäre ganz cool. Super. Ey, alles muss ich mir hier alleine machen. Ja, ich weiß, ich habe keine Munition mehr. Ich wechsle mal zum... Ach, da gibt's ja überall keine Munition mehr hier. Ist ja scheiße. Da wurde ein Pfad in die Klippen geschlagen. Ja, so sieht's aus. Freunde der Sonne. Au! Wer schießt? Leute, also ganz ehrlich. Er schießt doch keinen, der eine Granate in der Hand hat. Dann... Naja, egal. Gut, ich habe auf jeden Fall Munition für den Nadelwerfer. Das ist schon mal gut. Wow. Was ist hier passiert? Haben Verluste. Sie tragen Rüstung der Schwerter von Zheng Hili. Ei, scheiße. Shinsei Remao. Shinsei Rute Hade. Was war das? Ein Grabgebet der Zheng Hili. Krieger bei Geburt, Krieger im Tod. Interessant. Ja, finde ich, ich finde ja die Darstellung der Eliten hier. Finde ich ja ab und zu ein bisschen, also erinnert mich halt an so. Der Gebieter ist ein Verbündeter. So wie ich das sehe, sind diese Toten unsere Brüder. Jo, cool. Sehe ich genauso. Zeit für Vergeltung. Ja, wie gesagt, Diplomacy has failed. Time to kick some ass. Finde ich immer die Darstellung, dieses Sangheli und so, ne, auch die. Boah. Das erinnert mich immer so an so afrikanische Stämme so ein bisschen. Und das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Wollte ich bloß mal, also für mich ähnelt das immer so. Wo kam er her? Ach, da oben. Tschüss, mein Freund. Oh oh. Cool, können wir auch hier runter? Ja, ich denke mal, oder? Da passiert jetzt nichts. Oder wir können uns einfach hier drüber. Basten mit unseren Schubdüsen. Wow, wow, wow. Was ist das? Ist das da gerade runtergekommen? Ist das so ein... Oh, hallo. Stellung halten, Spartans.
Eieieiei. Okay, viel Schuss habe ich nicht mehr. Aber die Pistole ist halt immer noch gut. So, wo sind jetzt hier noch Geishnos? Ah, hier, okay. Tschüss. Da war doch noch irgendwo ein Elite. Da hinten? So, gibt's hier noch ein paar? Oh. Ach nee, wir haben noch ein paar Schuss für die Waffe. Bis die Pistole alle ist. Hihihi, voll erwischt. Kann ich mal ein bisschen? Ja, danke. Tschüss. Hihihi, der war ein guter Treffer. Gegner im Wasser, ja, toll. Was sind wir hier? Im U-Boot-Krieg oder was? Okay, ich habe keine Munition mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt mal langsam den Needler hier. Wo war denn der gerade? Ich habe gerade einen Needler gesehen, genau. So, jetzt wieder nur die Allianzwaffen. Das finde ich immer doof. Also, nicht, dass ich nicht. Ich habe nichts gegen die Allianzwaffen, aber ich finde das immer doof, dass wir so kurz nur mit unseren. Dass wir mit so wenig Munition losziehen. Das ist doch so ein bisschen unrealistisch. Oh, ich habe noch. Lass sie nicht ihre Deckung erreichen. Na! Oh oh! Och ja, ist ja gut! Wow! Hier fliegt's aber auch durch die Gegend, Mensch. Mist. Achso, das hilft ja nichts hier. So. Schön, wie sie mich loben. So, ich bin doch der Anführer, ihr müsst mich doch gar nicht loben. Ich muss doch euch manchmal loben. Hab ich so ein Gefühl. So, gibt's hier irgendwas, was ich noch nehmen kann? Hallo? Ach, dumme Plasmapistole nur. Also die ist jetzt nicht doof, aber wow. Plasmapistole. Ne, nochmal Hä? Wollte schon gerade sagen, hier gibt's doch die Sturmkarabiner. Da hab ich doch was gesehen. Wow, ach oh, Mensch, wir haben ja fast gar nicht die Munition dafür. Aufteilen. Was aufteilen? Hat doch niemand was von gesagt. Aufteilen ist immer schlecht. In Horrorfilmen, überall. Aufteilen ist nie gut. Können wir auch unten lang? Ah, da müssen wir wahrscheinlich eh hin. Wie die Treffer gegen irgendwelche kleinen Gegner wie die Grunts feiern. Ist so geil. Ich hab den Grunt erwischt. Tschüss. Dafür ist der Nadelwerfer natürlich super, um die Eliten auszuschalten. Ups. Tschüss. Oh, heute trete ich ein paar Ärsche. Aber weiß gar nicht, woran das liegt. Schön. Weiß nicht, vielleicht weil ich gewohnt bin, gegen die Allianz zu kämpfen. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Na endlich, mal der Karabiner hier. Wo ist er denn? Hallo. Ach da. Ich liebe diesen Karabiner, der macht echt Spaß. Oh, ich hab's. Oh, jetzt habe ich ja Fettmunition. Das ist ja richtig cool. Ja, Fettmuni hier. Fuck, sag mal. Wow, oh, mehr Cups. Ach, ich wusste doch, dass die. Tschüss. Oh, 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 oh. Tschüss, mein Freund. Sichere Position. Okay, jetzt hat der eine hat seine hier Märtyrer-Sache abgezogen hier, genau.
Hier ballert er durch die Gegend. Mensch, Mensch, Mensch. Sind wir jetzt langsam mal hier am Tempel? Ich bin oben auf dem Kamm. Hier ist ein Ausgang. Ja, cool. Ja, das ist der Weg, den ihr sucht. Bleibt in Bewegung. Ach, da ist noch einer mit so einer fetten Knarre. Seht ihr dich schon? Ach, weißt du was? Leck mich am Arsch. Du hast zwar eine große Knarre, aber ich habe meinen Niedler. Wenn wir den Gebieter verlieren, wird es schwierig, den Wächter in Zunaya zu erreichen. Ah ja, wir suchen ja immer noch den Wächter. Ach, man vergisst immer so schnell. Yeah, Aufmunition ist immer gut. So. Gibt's hier Karabiner? Yeah. Nein, hier gibt's keine Karabiner. Hier gibt's Sturmkarabiner. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche den normalen Karabiner. Ach, scheiß drauf. Dann geht's weiter. Diese Sengheli-Ruinen sind älter als die Allianz. Sie waren schon antik, als die Menschheit die Pyramiden baute. Ja, sind anscheinend Blutsväter-Sachen. Und da hinten? Wow, da geht's ab. Alles kommen angeflogen. Wow! Benehmt euch normal. Vielleicht bemerken sie uns nicht. Sehr gut. Sie alles glauben wirklich, dass sie gewinnen können. Wenn sie den Gebieter töten, stimmt das vielleicht sogar. Ach so, ja, wegen einer Moral und so eine Geschichte. Oh, guck mal hier. Alle unsere Freunde. Die Schwerter von St. Helios. Unsere Brothers and Sisters. Das Gebäude kriegt schwer was ab. Die Räume des Konzils. Da hinten, ja. Laut Marquis ist der Gebieter dort. Alter, was ist das denn für ein Vieh hier? Ach, das sind einfach nur rote Banshees, ne? Rot gefärbte Banshees. Alter, fett. So eine fette Pyramide. Ah, das ist, haben sie aber kaputt gemacht, so wie hier die Idioten von ISIS hier in Palmyra, hier diese alten Gedenkstätten kaputt gemacht haben. Es ist eigentlich, es heißt ja Islamischer Staat, ne? So heißt das Ding ja. Wir müssen es ja offiziell schon richtig benennen. Warst du das? Hast du hier diese Dinger kaputt gemacht? Ich bin hier von der Bauaufsicht, Denkmalschutz, schönen guten Tag. Das kann ja nicht sein, was sie hier machen. Oh, oh. Wo, wo, wo? Oh! Hallo! Tschüss, mein Freund. Das war's. So, wo sind sie? Da sind sie. Ich hab ihn doch gesehen, den dummen Sniper. Hallo? Oh! Danke, Vale. Gute Aktion. War's das? Nee, ist noch einer. Spartans, ich komme jetzt zu Ihnen. Cool! Spartans sichert eine Landezone für den Schiffsmeister. Cool, 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 cool. Jetzt kriegen wir Unterstützung hier von den... Wo ist er? Wo, 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 wo? Da? Ist er das? Bist du das? Bist du der Gute? Nein. Auf dich kann ich schießen, du bist also ein Böser. Jäger. Oh, nee. Sicher das Gebiet, Osiris. Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen billig. Seht ihr das? Dass da dieses, dass wir da nicht weiterkommen? Hallo Jungs und Mädels, könnt ihr mal ein bisschen was machen? Könnt ihr die mal ablenken? Dankeschön. Ey, hey, ey, 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 wo ist denn der andere? Warte auf Ihr Signal. Ja, Moment, Moment, ich hab hier gerade was zu tun. Das sollte mich nicht nochmal treffen. Ist hier hinten noch irgendwas, was wichtig ist, was ich brauchen könnte? Wie wär's mal mit diesem hier? Wie wär's mal, wenn ich das hier nehme? Den Plasmagranatenwerfer. Tschüss! Cool. Coole Knarre. Gesichert. Wir nehmen aber den Karabiner wieder. Geil. Ja, na klar, wir schießen schon nicht. Verbündete auf dem Weg. Cool. Yeah, da ist er. Sagte, Sie könnten hier mit was anfangen. Womit? Das war ja mal eine nette Idee. Womit, womit? Verstärkungen der Allianz bewegen sich in Richtung des Mantis. Die Zeit läuft ab, Spartans. Cool, das machen wir aber im nächsten Teil. Halten Sie sich für die Extraktion bereit. Ich warte auf Ihr Signal. Wo ist er denn? Aufsetzen, Osiris. Ach, da sind sie. Wie cool ist das denn? Das sind nämlich die Mantis-Dinger. Yeah, die fetten, fetten Mechs, die sind super. Die aus Halo 4. Wo, wo, wo? Nein! Ich will doch noch... Och Gott, dann halt so. Dann gehen wir halt in den Mantis rein. Ist mir jetzt so buggy. Dann machen wir den in den Kampf noch. Könnt ihr noch in den anderen Mech gehen hier? Wäre cool, ne? Dann helfen wir mal unseren Freunden.
Wo? Cool. Bam. Los. Drauf. Beseitigt alle Feinde in der Umgebung. Ja klar, machen wir. Dann machen wir den Kampf, machen wir noch. Oh. Wer beschießt uns hier? Cool. Tot. War's das? Yeah, wir haben alle beseitigt. Cool. Geht's weiter oder wie? Oh geil! Whale! Super Aktion! Buck, kannst du da auch noch mit rein? Ich werde alles tun, um uns diese Mörser vom Hals zu halten. Ey, wir müssen. Ey, ich muss mal kurz Stopp machen. Ach Mensch! Ihr prescht so weit vor, das ist doch scheiße. Also unsere Freunde hier von den Schwertern von St. Helios, ne? Die sind halt kriegsgeil. Die Räume des Konzils der Ältesten sind auf der anderen Seite des Hofes. Schnell, wir haben den Kontakt zu den Truppen des Gebieters im Inneren verloren. Verstanden, Marquis. Holen wir den Gebieter da raus. Yeah, cool. Einer weg. Und jetzt kommt hier die fette Mucke. Ey, geil. Guckt euch mal diesen Tempel an. Ich hab noch gar keine Zeit gehabt. Und da oben das Schiff. Allianz-Korvette über uns. Das Ding kann den Hof im Nullkommer nichts verwüsten. Welche? Die? Wir müssen zum Ziel. Okay, wir müssen einfach da hinten hin. Buck, Whale, was macht ihr? Für Blödsinn? Ich helfe euch mal kurz ein bisschen. Was macht denn ihr? Fett Jäger. Ja, überfahrt sie, sehr gut. Oh. Okay, dann machen wir wieder einen längeren Teil. Ich hoffe, wir schaffen es noch irgendwie zum Konzil. Zum Konzil, das klingt so richtig gut. Kann ich mit dem eigentlich springen? War das sowas? Nee. Na, der kann nichts großartig. Ich muss da. Wow, hier ist aber ziemlich viel kaputt. Das heißt, wir müssen die Treppe runter. Oh nein! Nein! Lasst meinen Kumpel in Ruhe! Macht sie platt! Ah, muss mal kurz mein Schild wiederherstellen. Wir arbeiten dran, Marquis. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit für die Extraktion sind. Hat auch was zu werfen! Wir sind ja schon am Tempel! Schnell! Bam! Stimmt, wir könnten ja stampfen. Das hätten wir ja mal machen können. Oh, da ist ein fetter Panzer. Den müssen wir ausschalten. Ja, könnt ihr mal den kaputt machen allesamt. Mensch. Ja, wir müssen schnell machen. Ich weiß. Na, endlich. Panzer kaputt. Cool, Tür geht auf. Sind das unsere Guten? Nein, das sind die Bösen. Okay, dann müssen wir da noch rein. Schönen guten Tag. Haben Sie Interesse an einem... Mantis? Mac? Das wäre ganz cool. Yeah, dieser Mantis ist so eine super Idee gewesen. Ist mal hier. Okay, die haben gepasst. Yeah. Okay, dann machen wir noch die Cutscene. Wahrscheinlich, der Gebieter ist nämlich ein übelstes Badass. Oh, scheiße. Ja, kriegen wir hin. Bam. Okay, wir müssen mal raus, wir müssen mal Platz machen für meine Kollegen hier. Bam. Okay, noch fettes Battle am Conceal hier. Oh. Muss mal kurz, ansonsten geht mein Mac in Po. Ich muss mal kurz ein.
Den High Ground. Ich brauche den High Ground. Marquis, wir haben die Konzilskammer erreicht. Cool. Verstanden, bin unterwegs. Yeah, wir gehen rein. Los, haltet durch! Bam! Keine Chance. Yeah, gut gemacht, Tanaka. Er ist nicht hier. Die Treppe hoch. Wir sind fast da, Maki. Bereit machen. Nicht auf mich schießen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss hier durch. Gebieter! Yeah! Habe Sicht aufs Ziel. Der Gebieter. Los! Bereit zur Extraktion. Was hat das zu bedeuten? Wir sind hier, um dich rauszuholen. Hallo? Muss ich hier aussteigen, oder was? Damit das geht? Okay, alles klar. Gebieter! Yeah, okay, die Cutscene gucken wir uns noch an. Anni, wir haben ihn rausgeholt nur. Ah, es war eine coole Mission. Ich mag diese Mantis-Missionen, die sind super. Cool! Zwei Missionen in einem Teil geschafft. Wie gut ist das denn? Das ist schön. Das hat richtig Spaß gemacht und das war, oh, das war gut. Das war gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Oh, in so einem, ich sag ja, das hat so einen arabisch-afrikanischen Touch hier, die Allianz, schon immer gehabt. Vor allem die Eliten. Cool. Kommt jetzt der Gebieter? Und es ist lustig, dass Locke den assassinieren sollte, also umbringen sollte. Yeah, da ist er! Spartan Jameson Locke, UNSC. Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. Oh oh. MND, vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an, Agent Locke. Ich bin jetzt ein Spartan. Ich weiß, wer Sie sind. Als Agent meldeten Sie sich freiwillig, um mich zu... Yeah, das ist so ein Badass, dass er trotzdem reinkommt. Und heute habe ich Ihnen das Leben gerettet. Und nun jagen Sie einen anderen Spartan, den größten Ihres Clans. Cool. Oh oh. What the fuck? What the... Lass den jagen. Er wird uns nicht finden. Okay, Cortana ist echt sauer. Es ist Cortana. Sie hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Locke, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sunarion ist die letzte Festung der Allianz auf Senghelios. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sichert. Okay, dann müssen wir den Weg freiräumen, wie immer. Doktor? Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. Cool. Yeah. Aber das erst im nächsten Teil, liebe Freunde. Aber das hat richtig Bock gemacht. Also wir kriegen jetzt eh noch mal eine neue Cutscene, denke ich mal. Die gucken wir uns natürlich noch an. Nee, doch nicht. Wir kriegen keine Cutscene mehr. Aber wir kriegen noch ein bisschen ein Flüstern im Sturm. Wir sind hier zu Gast. Cool. Locke, ich habe ein Briefing vorbereitet. Angesichts von Cortanas Machtdemonstration will ich es nicht über offene Kanäle besprechen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. Cool. Okay. Erstatten Sie Halsey Bericht. Okay, wir müssen dahin. Okay. Okay, Team Osiris. Wir machen bald weiter, aber nicht jetzt, sondern im nächsten Teil, liebe Freunde. Das war Halo 5 Guardians im... glaube ich, siebten Teil mittlerweile. Das waren zwei coole Missionen. Also einmal mit Master Chief haben wir es endlich geschafft, hier Cortana zu treffen im Blutsväter-Gebäude, im Netzwerk, in der Domäne, so rum. Und dann haben wir endlich mal mitbekommen, aha, gut, also nur ein paar Leute von der Allianz können uns nicht mehr leiden. Ein Großteil, mit dem sind wir noch echt cool, unter anderem mit dem Gebieter, dem größten Badass, dem Master Chief unter den Eliten. Was es damit alles auf sich hat, das erfahren wir im nächsten Teil. Hier rauscht gerade die Feuerwehr durch und ich beende das so schnell wie die Feuerwehr. Macht's gut, liebe Freunde, wir sehen uns in den nächsten Teilen. Würde mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert und natürlich auch subscribed, falls ihr es noch nicht habt. Tschüss und auf Wiedersehen.